Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, wie soll der Wettkampf aus Ihrer Sicht am besten laufen? Für mich würde es die Position 1 ist, alle kommen gesund aus dem Wettkampf heraus, keiner ist verletzt. Viele Turner schaffen ihr Programm, was sie vorbereitet haben, und wir sehen spannende Wettkämpfe. Das wären die drei Punkte, die ich so benennen würde. Nun fällt Hambüchen aus, turnt nur vier Geräte. Gibt es jetzt das Duell Boy kontra Nguyen oder Nguyen kontra Boy, oder erwarten Sie noch mehr von den ersten Plätzen? Ja, das sind sicherlich auch die Turner, die in den letzten Jahren ganz klar zum Kern der Mannschaft sich mehr und mehr auch etabliert haben, muss man sagen. Marcel ist sehr stark, auch Philipp wird sehr stark sein, würde ich vermuten wollen, ohne den Wettkämpfen vorweggreifen zu wollen. Aber wir wissen auch, dass Eugen durch Stabilität schon manchen Wettkampf gut gestaltet hat. Bei Matthias wird man sehen, er hatte auch im Vorfeld leichte Verletzungen im Fingerbereich, hat er dort eine Blessur sich rangeholt, konnte nicht barrenvoll trainieren, und wie gesagt, uns fehlt natürlich an der Stelle ganz klar unser Serienmeister Fabian. 5 Wochen vor den Weltmeisterschaften können Sie noch nichts Definitives sagen, aber es ist das letzte Wort, was hier in Berlin gesprochen wird für die Nominierung des Teams, oder? Also wir werden den nächsten Schritt installieren. Wir werden zu 12 nach Chiemsee gehen, ins gemeinsame Vorbereitungslager. Wir werden dort noch einen Test tun, einen internen Test. Wir werden einen Länderkampf und ein Turnier in Österreich bzw. in der Schweiz tun. Und danach wird die Formation der Mannschaft feststehen. Und insofern wird sich also die Entscheidungsfindung wird in den nächsten 14 Tagen passieren.